Tora macht mich fertig. Und die Übersetzung sagt. Oh, Schatz. Kann ich nicht aufmachen. Transferprotokoll? Ah. Kann ich wieder einen Charakter übertragen, wenn ich will. Hey, Ju. Herr Rex. Hallo, Ju. Hör auf, immer einen Herr Rex zu nennen. Und nicht so ein betrübtes Gesicht. Der Boss hat eine Nachricht für dich hinterlassen, für den Fall, dass ihm mal was zustoßen sollte. Nachricht für mich? Sagt bloß, er hat bereits geahnt, dass er... Vielleicht, aber weißt du, was die Sache ist? Als Söldner weißt du nie, ob du morgen noch lebst. Deshalb ist es bei uns durchaus üblich, Nachrichten zu hinterlassen, bevor wir aufbrechen, für den Fall der Fälle. Ich lese dir einfach mal vor, was er geschrieben hat. Hör gut zu. Alex, hiermit überlasse ich dir die Söldner von Garfon. Was? War das alles? So sieht's aus. Ich soll der Boss von Garfon werden? Das kann er doch nicht ernst meinen. Das glaube ich aber doch. Wanda meint er immer alles genauso, wie er es gesagt hat. Aber warum sollte er ausgerechnet mich für seine Nachfolge aussuchen? Der Boss hat viel von dir gehalten, Junge, und ich würde sagen, der Rest von uns sieht das ähnlich. Du bist nicht nur ein aufrichtiger Kerl, du hast auch Mumme und du schaffst es immer, anderen Hoffnung zu geben. Ich glaube nicht, dass das allein mein Verdienst ist. Mag sein, trotzdem hast du irgendwas Besonderes an dir, Junge, und das sehen die anderen auch. Also sagst du, wirst du Wandams letzten Wunsch erfüllen? Na gut, ich werde es versuchen. Alle Achtung, ihr seht schon, Wandam hat ja seine Hoffnung nicht umsonst auf dich gesetzt. Nur, was muss ich da überhaupt machen als Anführer der Gruppe? Hat Wandam sonst nichts hinterlassen, irgendwelche genauen Anweisungen oder so? Ich fürchte nicht, er war nie ein Fan von detaillierten Erklärungen. Aber mach dir keinen Kopf zu und ich werde dir schon helfen. Es wäre ein bisschen hart, wenn dir da direkt die Verantwortung für alles auf dich abwälzen würden. Grundsätzlich übernimmst du fürs Erste die grundsätzliche Anweisung, um die anderen Einzelheiten kümmern wir uns. Und danach sehen wir einfach mal, wie sich die Dinge so entwickeln. Okay, das sollte ich hinkriegen. Gut, dann erkläre ich dir das erste Mal, wie die Dinge hier so laufen. Unsere Gruppe nimmt alle möglichen Arten von Aufträgen aus ganz allerdings an. Begleitschutz, Monsterjagen, Materialien sammeln, auf mit Begleitschutz oder auch kleinere Aufträge, es ist alles dabei. Übrigens gehört ihr zu den Leuten, die mehr Klingen besitzen, als sie im Kampf einsetzen können. Falls dem so ist, könnt ihr ruhig mal ein paar davon mit einem Söldnerauftrag betrauen. Die Erfahrung, die sie dabei sammeln, können sie sicher gebrauchen und du kannst die Beute behalten. Probier einfach mal aus, es ist einfacher, als es zu erklären. Wähle einen Auftrag und versuche ihn abzuschließen. Ach cool. Söldnertruppe besteht ab sofort zur Verfügung. Stark. Also ich hätte so oder so bekommen. Erster Auftrag. Benötigte Zeit 1 Minute. Gesamtstärke +1. Hi. Name der Einheit. Albatrosse. Achso, warte. Achso, die sind... Ah ja, passt schon. Okay. Losschicken. Okay. Das dauert jetzt 1 Minute. Wandams letzter Wille. Und jetzt ist noch irgendwas? Warte, bis der seltene Auftrag abgeschlossen ist. Okay. Und ich warte. Und ich warte. Auf jeden Fall emotional packt das Spiel einem schon, hey. Wenn ich nicht schon vorher geahnt hätte, dass der Wandam drauf geht. Weil der irgendwie vom ganzen Style irgendwie nicht zu den Charakteren gepasst hätte. Finde ich. Boah. Dieses Scheißmenü. Wie lange sind die noch unterwegs? 4 Sekunden, 3, 2, 1. Rückweg? Zeltentruppe ist zurückgekehrt. Gold, EP, Söldnerpunkte. Cool.
Oh fuck, das passiert jetzt bei allen, oder? Achso, den hab ich schon. Feuertypen? Ich hab doch gar keinen Feuertypen mehr, oder? Der da? Der hat Feuer. Tschu. Vertrauen Rang D. Deine Leute haben die Mission erfolgreich abgeschlossen. Höchstanzahl für gewöhnliche Klingen gestiegen. Neue Söldneraufträge verfügbar. Der Söldnertruppe steigt mit jedem erfüllten Auftrag und ein guter Ruf lockt neue Auftraggeber an. Was ist denn Rothaarigen? Ja, aber der ist doch nicht Feuer, der ist Eis. Nebenbei steigt damit auch die Zahl der Klingen, die du gleichzeitig mit Aufträgen betrauen kannst. Nicht schlecht. Der erste Auftrag kam ja von dir, aber wo kriege ich von jetzt da neue Aufträge her? Wir werden sicher immer wieder neue Aufträge an dich weiterleiten. Und ansonsten kannst du vielleicht mal versuchen, mit den Leuten in der Stadt zu reden. Probleme gibt es eigentlich immer und überall. Vielleicht auch nicht schlecht, mal wieder ein Agentum oder Gorm und nach dem Rechten zu sehen. Verstehe, werde ich mir merken. Nachher hätte ich fast vergessen, einen Ratschlag habe ich noch. Jeder Auftrag hat andere Anforderungen und jede Klinge hat ihre Stärken und Schwächen. Drauf, wenn du eine Einheit zusammenstellst, dass richtige Leute kriegen und einen Auftrag schnell erledigen. Mal Klingen beachten, bla bla bla, okay. Ich sehe schon, du hast lernst schnell. Probier erstmal so viele Aufträge wie möglich abzuschließen. Lass dich am besten regelmäßig blicken. Probe stellen, obwohl ich der Anführer bin. Denk daran, wenn du Klingen hast, die dir nichts zu tun haben, solltest du sie mit solchen Aufträgen beschäftigen. Blablabla, okay, geht nie aus. Ich verstehe dir, YouTube, ich werde mich anstrengen, ich will ein Anführer sein, auf den Wandern stolz gewesen wäre. Ich höre Rex dann ab mit dir und vergiss nicht, wir stehen hinter dir.20 Punkte auch noch bekommen, sehr schön. Unverhofft kommt oft. Du bist jetzt der neue Anführer der Söldnertruppe von Garfon. Merkt ihr gut, was Judy gerade erklärt hat. Hauptsache ist Söldner, grundsätzlich bla bla bla. Okay. Stelle Aufträge, Stufe der Söldnertruppe erhöhen. Okay. Gib dir Mühe, wenn man dann weiter in der Nachfolge los. Start. Gormod. Okay, 40 Minuten. Streit für das Gute. Fäustlingsklaue. Männlich und Wasser. Hinreißender Vertrag, Klopfvertrag. Wutangriff, Chromschärpe. Der dauert sogar eine Stunde. Männlich. Seht ihr, er ist männlich? Nein. Ist doch X. Hey, ich will den entfernen. Achso, da oben kann ich den entfernen. Ja, schick mal zwei davon. Achso, okay, los, schicken. Die zwei Dicken. Let's go. Modell gesucht, mein Tauchbereich. Zum Bergungsraum begleite ich mich sicherheitshalber. Fäustlingsklaue, Menschenform. Ist gerade unterwegs. Achso, ich kann nur eine Einheit losschicken. Okay. Kann ich hier eigentlich jetzt das neue Zeug auch machen?
Ne, der hat nur Schuppensplitter. So. Hallo? B? Es braucht ein bisschen lang zum Laden. So, ich mach schon. Ja, jetzt hab ich sie. Spinell. Warte mal, wo ist der andere eigentlich? Da ist der da. Einmal den. Echter Ball. Was ist das für eine Frage? Ich habe mit der einen 13 Stunden gespielt und die eine habe ich 2 Minuten gesehen. Ich meine, wie will ich entscheiden, wen ich mehr mag, wenn ich von der anderen kaum was gesehen habe? Was ist denn der eigentlich? Achso, ja, das sind ja diese Spezialdinger. Aussehen her gefallen mir beide. Die haben beide was Eigenes. Ist echt der Controller, der wo spinnt. Gut aussehen tun sie ja beide. Ich meine, da kommt es am Ende auf den Charakter an. Pilolo. Was ist mit dir los da? Professor, spät dran. Was los? Mein Freund irgendeinen Professor Gutzin gesehen? Nee. Oh, Professor ist weggegangen, wollte gar von Söldner Auftrag geben. Pilolo hat lange gewartet, aber Professor ist immer noch weg. Gar von Söldner, lalala. Professor Gutzin, was soll Pilo nur machen? Freunde suchen Professor Pilo. Ja, bla 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 bla. Lass mich nur einfach suchen. Die Titanen-Koryphäe. Nein, machen wir später irgendwann. Fährt nach Goldmund in Argentum. Reise für Bergungstaucher umsonst. Ja. Gut, gehen auch gleich los. Also ist der Titan so lang, dass es noch eine Stadt gibt? Achso, nee, da kann ja, die können ja im Wolkenmeer fliegen. Ich dachte schon. レックスも。生きててぬかも。なんかいっぱいお友連れてるも。あんた結構有名人なんだね。まあここでの仕事も長いからね。さてと、俺は帝国行きの船の手配してくるから、みんなは先に宿に行っててよ。オッケー。 Weil ich weiß, legen die Schiffe zum Adrianischen Kaiserreich am Flugdeck auf der 4. Ebene ab. Wenn auch irgendwo ein Schalter, an dem man Fahrkarten kaufen kann. Schauen wir mal, ob wir einen finden. Habe ich vorhin schon gemacht. Kommst du zu spät? Waren auch nur 2. Ich habe zwar noch ein paar normale, aber da habe ich jetzt keine Lust, die zu ziehen. Hoch? Oder außenrum? Ne, ich muss da hoch.
Nein, keine Ahnung. Da geht's hoch. Haben die zufällig neue Sachen? Ich durfte damals hier fast nichts einkaufen. Stimmt, ich hatte auch gar keine Klingel. Oh, ich war daneben gestanden. Oh. Wow, ich hab doch gerade... Ja, okay. Warte mal, Kobaltsplitter ist ja noch besser. Warum ist der Kobaltsplitter besser? Achso, da kann ich jetzt überlegen, ist die Blockrate besser oder der Autoangriff? Crit Rate ist hier besser. Was will ich mehr haben? Will ich mehr Crit haben? Eigentlich ist mit ihr Angriff besser. Boah, jetzt kann ich meine ganze Kohle dafür hinaus haben, oder was? 99 auf 149. Boah. Er ist ja Abwehr, ne? Was sollte ich hier die Blockrate vorziehen? Bei ihr? Nein, machen wir bei ihr Crit. Warte, warum kann ich nur die drei damit ausrüsten? Achso, die anderen sind ja gar nicht dabei, fällt mir gerade auf. Oder eher wieder ein. Hä, kann ich da hochklettern? Oh. どれどれ? Gebi. Alles gut rechts, alles gut vorne, alles gut, Wolmund, alles gut. Nur Gebis Schicht nicht gut. Ach echt? Limul sollte nach Gebi Wache übernehmen. Limuli schon 3821 Sekunden zu spät, ist jetzt schon 100.000. Mal. Und auch 1000. Mal das Gebi Essen verpasst. Echt furchtbar. Gebi möchte Limuli Vorknöpfe und Flügel langziehen, aber Gebi muss weiter Wache halten. Gebi ist müde, Gebi ist hungrig. Wenn du möchtest, helfen wir dir, nicht wahr, Rex? Na klar. Bla 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 bla. Besser spät als nie. Aft. Hallo, wie läuft's? Hey, wir wollen hier gerade Verstecken spielen. Freunde will reden, dann bitte später wiederkommen. Oder wollen Freunde vielleicht mitspielen? Ja, dann machen wir halt mit. Zu viel Gelaber, wenn wir bloß Verstecken spielen wollen. Die werden sich jetzt erst hier mal ein Jahr verstecken und dann komme ich irgendwann und hole sie. Oder wahrscheinlich eher nicht. Hua, hua. Alles okay, Freunde denken, Falala macht Monsterstein nach. Tut mir leid. Was ist los? Ich will eine berühmte Sängerin werden, will den ganzen Allrest bekannt werden. Dann hören vielleicht irgendwann auch Sonneporn Falala das Lied und fühlt sich nicht so einsam. Erzähl weiter. Solala ist bei Fischfang verschüttet gegangen, aber Falala ist sicher, dass Sonneporn am Leben ist. Würde Sonneporn ja suchen gehen. Falala wird immer so ein Seekrankschiff, kommt nicht in Tüte, sonst kommen andere nicht in Tüte. Okay, wir dachten Falala und fing mit Singen an. Cool. Falala Stimme, die Milch sauer werden lässt und so viel Talent wie Röhren und Chor. Weiter geht, wird Falala nur als Imitatorin von Monsterstall berühmt. Ich kann helfen, wenn du willst. Falala, Sänger werden, hui, freu, freu. Okay, sie will irgendeine Medizin. Oh, da ist die Ting. Das sind die anderen zwei.
Da ist das Flugdeck. Die kleinen roten Bälle. Boah, was zur Hölle? Gerne eine Fahrt nach Moor einbuchen. Hier an Bord noch Platz. Freund kann unbesorgt sein. Jede Menge Platz vorhanden. Ist Freund allein unterwegs? Sind so um die 6. Nun ist große Gruppe. Angebot für Gruppe, Fahrt nach Moor nur 4000 Gold. Boah, ich bin übrigens Bergungstaucher. Bergungstaucher dürfen umsonst aufs Schiff, oder? Oh, dann reduzieren wir mal den Preis von Sonderangebot auf Gruppensonderangebot. Nur noch 3000. Nicht auch als Bergungstaucher durchwinken? Ich meine, wir sind doch eine Gruppe. Nu, was sagt Freund noch gleich über Anzahl von Mitreisenden? 6 oder so? Und wie viele davon Bergungstaucher? Nur ich. Und wie viele dann nicht Bergungstaucher, nu? Viele Inhalt. Dann bitte nicht rumgeizen und 3000 Gold locker machen. Mumu hat großes Herz, aber Mumu ist nicht Wohlfahrt. Ja, hier. Mumu dankt vielmals. Wenn Freunde bereits für Reise sind, kurz Mumu Bescheid geben, dann sofort Aufbruch. Misty Noppon, Nier und Arcanum sind echt harte Verhandlungspartner. Er hätte das auf jeden Fall gezogen. Dann werde ich mal zurück zum Gasthaus gehen. Die anderen warten bestimmt schon auf mich. Tiefe? Nee. Oh, die waren da oben. Alter, warum zieht ihr denn immer nach Nüm? Da. Jetzt geht's wieder. というわけで、出航は明日。 それまでに各自準備よろしく。了解ですも。ここのお茶、美味しいですね。世界各国から珍しいものが集まるところじゃからの。気に入ったか？はい。出港まで少し時間あるから、もう一度お茶できそう。 Hat er eine Mütze auf? またやっちゃったのね。無意識のうちに。またしたらもうバカ。無遊病というやつですか。見たでしょ。え？え？ディフェンスすっごいな。あんななりしたって見るなと言われてもの。全く同感です。 Alter, ey, diese Mütze macht mich fertig, ey. Gibt's die irgendwie als zum Anziehen? Er muss diese Mütze haben.
Nicht nur beim Schlafen. Homura? Ah, ohayou gozaimasu. Sakki wa... Gomen nasai. Hikari-chan neboukeru to haikai suru kuse ga. So. Henna koto shimasen deshita? Ya, shite nai, shite nai. Ore nan ni mo. Ie. Sou ja nakute, Hikari-chan ga. Ah, Hikari, ne. Warum die Fleck auf der Stirn? Chotto mono nagerareta kurai kan na. Yappari. Kore sono toki no desu yo ne. Gomen nasai. Itakatta desho? Daijoubu. Honto heiki dakara. Sou desu ka? Watashi mada chotto zukizuki shiteru ndesu kedo. Ii mon ja na. Wakai tte no wa mattaku doukan desu. Washira mo hoshii na. Kanojo. Ie, watashi wa kekkou desu. Oh, wir bräuchten auch ein bisschen Romantik in unserem Leben. Die machen mich fertig, Alter. Erst er mit der Mütze und jetzt dann er noch so. Von wie hat ein Titan überhaupt irgendwelche Romantik in seinem Leben? Okay, die Stadt erinnert halt irgendwie voll an Gestalt. Nee, Gestahl war der Ding. Vor Final Fantasy VI, da so alles aus Stahl und sonst irgendwas. Wie das Imperium. Wadatsumi. Hi. ただいま帰還いたしました。皇帝陛下。ご苦労様でした。田口も。恐れ入ります。久しぶりだね、加口。あなたも元気そうね、和田摘み。天の聖杯、やはり本物でしたか。はい。少年ですか。 学校からサルベージャーのようでした。ぜひ一度会ってみたいですね。お望みとあらば。先刻アーケディア行きの輸送船が襲われたとの報が入りました。輸送船が？積みにはコアクリスタルとのことです。コアクリスタル？イーラですか？ おそらく運よく脱出できたものの話では仮面の男だったそうです。真、あの男が。これで3隻目。インビディア側でもかなりの被害が出ていると聞きます。申し訳ありませんでした。トリゴで捕らえたイーラの少女、厳しく尋問すべきでした。 私の責任です。あなたが必要と思ったから自由にさせたのでしょう。ならばそれで十分です。それに相手があの仮面の男であるのなら5000の兵を持ってしても、どうにもできなかったでしょうしね。今の問題は別にあります。どうおっしゃいますと？元老院が 独自にユーディキウムの発掘調査を再開しました。回線派、ローデリ率いる。コアクリスタルを失ったことで焦りが出たのでしょう。ユーディキウムはとても繊細な地です。下手にインビディアを刺激すれば。一切承知いたしました。元老院に不穏な動きあらば、請求もいたしましょう。 お願いします。姉さん。
Das ist doch eine Frau. Ich bin mir bei der immer nicht sicher gewesen. Erst hat es geheißen, ja, der und dann die und die und dann, hä, warte mal, hä? Und dann siehst du wieder, oh, ist doch ein Typ. Aber es erinnert trotzdem voll an Final Fantasy VI mit dieser ganzen Stahlstadt. Wir legen nochmal die Schiffe zum Adrianischen Kaiserreich ab. Vom Flugdeck oben auf der vierten Ebene. Ah, okay. Gehen wir hier. Ja, bitte, Zahn zulegen. Torer Platz bald von Neugier auf Kaiserreich. Stimmt, ich habe die in der englischen gar nicht gehört, weil ich, bevor die aufgetaucht ist, auf die japanische gewechselt habe.